Vielleicht bist du jemand, der gerade anfängt und möchte in Immobilien investieren. Und auch ich war ja mal Anfänger beim Thema in Immobilien investieren. Ich möchte dir jetzt ein paar Themen mitgeben, die ich so gelernt habe, die vielleicht auch ich nicht von Anfang an richtig gemacht habe, damit du vielleicht ein paar Fehler vermeiden kannst oder auch einfach freier sein kannst in deiner Kaufentscheidung für Immobilien. Das erste, was ich sehe, ist das Thema Risiko. Am Anfang hat man natürlich nicht so viel Eigenkapital und die paar Kröten, die man, sage ich mal, auf der Seite hat und jetzt ins Immobilieninvestment stecken möchte, die will man natürlich möglichst risikofrei in seiner Immobilie anlegen. Und lass uns mal bitte in folgende Situation gehen. Ich habe jetzt mal einen Mandanten gehabt, der hat sich bei mir eine Steuerberaterstunde gebucht, nur um für die Immobilie, die er kauft, dort die Aufteilung zwischen Grund und Boden auf die zweite Nachkommastelle genau zu machen. Und dort hatte ich zum Beispiel so das Gefühl, ich glaube nicht, dass diese Person je eine Immobilie kaufen wird. Natürlich will man es steuerlich da genau richtig machen und keinen Cent verschenken. Ich möchte dich aber bitten, gestehe dir eigene Fehler zu. Also nicht idiotische Fehler, die dich ruinieren können, aber achte darauf, dass du ins Tun kommst und dich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen verhedderst. Ich würde sagen, der größte Fehler, den ich hätte machen können, wäre nicht in Immobilien zu investieren. Und ich habe sicherlich nicht alles richtig gemacht. Was aber nicht hilft als Investor, ist Perfektionismus. Fange mit kleinen Einheiten an und wenn dort mal irgendeine Zahl nicht ganz richtig ist am Ende des Jahres oder man vielleicht den einen oder anderen Euro noch drauflegen muss, führt die allgemeine Wertentwicklung der Immobilien sicherlich trotzdem dazu, dass das insgesamt kein Verlustgeschäft wird. Das einzige komplette Verlustgeschäft, was man bei Immobilien ja machen kann, ist, dass die Immobilie in sich zusammenfällt und man noch den gesamten Bankkredit abbezahlen muss, aber keine Immobilie mehr hat. Wie realistisch ist das? Deshalb empfehle ich dir als erstes, sei bereit, Fehler zu machen. Ein Fehler kann jeder mal machen. Wenn du den Fehler dann allerdings ein zweites und ein drittes Mal machst, dann ist das deine Schuld. Ja? Also lerne auch immer aus deinen Fehlern, entwickle dich weiter. Wahre Weiterentwicklung findet ja ohnehin immer außerhalb der eigenen Komfortzone statt. Insoweit ist das, denke ich mal, nicht schlecht. Und ich kann dir auch sagen, auch ich habe Fehler gemacht, viele Fehler, Sachen vielleicht nicht genau angeguckt, die ich vorher hätte wissen müssen. Mein erstes Mehrfamilienhaus, was ich gekauft habe, da habe ich nicht richtig drauf geachtet, wie lange die Mietverträge laufen. Kurze Zeit nachdem ich es gekauft habe, war der Ankermieter weg. Das heißt, mir ist dort ein Drittel der Miete weggebrochen. Das war natürlich der Horror, wenn man drüber nachdenkt. Trotzdem habe ich dieses Haus nach 3 Jahren mit einer Viertelmillion Gewinn verkauft. Also auch das war am Ende des Tages lösbar und das fordert natürlich auch etwas Kreativität, da die Lösung herbeizuführen. Aber genau das ist doch das unternehmerische Handeln, was wir wollen, worauf wir Lust haben. Das zweite Thema ist auch ein Fehler, den ich als junger Investor gemacht habe. Ich habe zu viel Eigenkapital in mein Einfamilienhaus gesteckt. Hätte ich damit gewartet und hätte mir als erstes Immobilien gekauft, die eine Miete bringen, die eine Rendite haben, hätten diese schon mein Einfamilienhaus abgezahlt. Das Problem war also, ich habe das Eigenkapital, was ich hatte, für die falschen Dinge ausgegeben, was meine Entwicklung als Immobilieninvestor entschleunigt hat. Auch hier kann ich dir empfehlen, achte auf eine exzellente Bonität. Ich kenne viele junge Männer und Frauen, die sagen, ich will Immobilieninvestoren werden. Ich nehme mir noch einen Side-Hustle vor. Also ich achte darauf, dass ich meine Bonität oben halte, indem ich vielleicht noch einen Nebenjob habe. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor so viel Zielstrebigkeit und das sind auch die Leute, die es am Ende schaffen, die die Extrameile gehen und dann eben die zusätzlichen paar Kröten noch auf der Seite haben, um Immobilieninvestments zu tätigen. Und das ist auch ein wunderbarer Charakterzug, den ich finde, den das Investieren in Immobilien hervorbringt. Denn als Immobilieninvestor lernt man doch die folgende Sache: Der Euro, den ich heute in der Hand habe, den kann ich morgen bei der Bank mit Faktor 10 vielleicht sogar hebeln. Das bedeutet, ein Euro in meiner Hand als Immobilieninvestor ist nicht nur ein Euro wert, sondern er ist eigentlich 10 Euro wert. Ein Tausender extra, den ich mir im Monat verdiene, ist 10.000 Euro wert. Und so kann man mit monatlich 1.000 gesparten Euro
am Jahresende schon wieder das Eigenkapital für die nächste Eigentumswohnung zusammen haben. Und das jedes Jahr. Überlegt euch mal, wenn man das ein Arbeitsleben lang macht, 20, 25 Jahre, dann geht man am Ende mit 25 Eigentumswohnungen in Rente. Ich glaube, eine bessere Altersvorsorge kann man sich gar nicht gönnen. Ich habe das auch erlebt bei vielen jungen Immobilieninvestoren, die das System verstanden haben, was ein Euro bringt in der Hand. Das führt nämlich auch zu einer gewissen Sparsamkeit. Die Leute hören plötzlich auf, ihr Geld für Scheiße auszugeben und legen es auf die Seite, um Bankers Liebling zu sein. Sagen, guck mal, ich habe mir hier 30.000, 40.000 Euro angespart. Das ist mein Eigenkapital für ein kleines Mehrfamilienhaus. Der dritte und vorerst letzte Punkt hier, was ich Anfängern empfehlen möchte. Viele kennen die Steuer so als Damoklesschwert, was über einem schwebt. Und dann gibt es Leute, bevor die überhaupt die erste Immobilie kaufen, wollen die alles steuerlich richtig gemacht haben. Sie informieren sich über Stiftung, Genossenschaften, Holdingstrukturen und. Und das alles, bevor sie überhaupt mal bei ImmoScout die erste Immobilie suchen. Und ich denke, das ist auch ein großer Fehler. Das ist so ein Nebenkriegsschauplatz, um den man sich kümmern kann, wenn man wirklich anfängt, damit Geld zu verdienen. Bei den ersten Wohnungen, Häusern, die man kauft, erzielt man meist nicht die super brutalen Überschüsse. Und wir besteuern ja immer nur Gewinne, das darf man nicht vergessen. Wir besteuern keine Mieteinnahmen, sondern nur das, was am Ende des Tages steuerlich übrig bleibt, nachdem wir von unseren Mieteinnahmen die Abschreibung, die Zinsen und die Sanierungskosten abgezogen haben. Und das ist meist nicht so viel. Es kann zwar viel werden im Laufe der Zeit, aber gerade bei der ersten Immobilie ist das nicht so viel, als dass man jetzt sagen muss, ich muss als erstes mich um die Steuer kümmern, denn die macht mich sonst finanziell platt. Das ist nicht der Fall. Man sollte sich als allererstes darauf konzentrieren, Immobilien zu kaufen, die sich gut rechnet. Und mein guter Freund Markus Befort, der sagt immer, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Und da ist was Wahres dran. Denn das Wichtigste ist, dass man aus seiner Immobilie am Monatsende mehr Geld raus hat, als man eingezahlt hat. Dass die Miete höher ist, als die Rate, die die Bank haben möchte. Dann ist mein Leben besser. Erst wenn ich dann die Immobilie Nummer 2, 3, 4 akquiriert habe und denke, Mensch, jetzt bin ich auch so gut als Investor, dass ich es schaffe, diese Überschüsse, diese Rendite stetig zu steigern durch Mietanpassung, durch Sanierung und so weiter, dann kann ich mir Gedanken über das Thema Steuern machen und dann könnt ihr euch auch mit Thema Stiftung, Holding, Genossenschaft und VV GmbH beschäftigen. Vorher würde ich an eurer Stelle das Thema ausblenden und mich ganz und gar auf eine Top-Immobilie konzentrieren, die euer Leben besser macht. Und nochmal, euer Leben ist nicht besser, wenn ihr zu dieser Immobilie nur 100 Euro im Monat zuzahlen müsst. Nein, euer Leben wird besser, wenn ihr aus dieser Immobilie pro Monat 50, 100, 200 Euro herausbekommt. Viel Erfolg dabei und wenn ihr noch mehr Erfolg haben wollt, dann folgt natürlich Mr. Steuer, sonst wird's teuer.